ich noch vergessen habe, unsere Route geht von der großen Bergstraße mit der, über auf die Max-Brauer-Allee, dann wird es eine Zwischenkundgebung vor dem McDonalds geben. Dann geht die Route zur Elbschosssee, über den Hohenzollernring zur Beringstraße, dann über die Bahnerstraße zur Fabrik, wo es eine Zwischenkundgebung geben wird, dann über die Julius-Leber-Straße zur Max-Brauer-Allee und dann wieder hierher zur Abschlusskundgebung. Liebe Einwohner, liebe Anwohner, das hier ist das Sektal des Leichen Gesundheit im vierten Tag. Wir fahren Fahrrad gegen Ikea und gegen das drohende Verkehrschaos zu Ikea. Diese Aktion ist nur eine von weiteren vielen, die wir machen werden, um die Bürger darüber aufzuklären, was der Bezirk und was die BSU hier in diesem Stadtteil vorhat. Denn von Seiten der Politik gibt es keinerlei Information. Auch zu der geplanten Ansiedlung von Ikea gibt es immer noch keinerlei Information. Aber durchgewunken worden ist es. Es gibt immer noch kein flüssiges Verkehrskonzept und es wird auch kein Ziel. Ikea Kunden kommen mit ihrem Auto. Kein Ikea in Altona. Kein Ikea in Altona. Wir haben jetzt gerade mal mit unserem kleinen Trotz, mit unserem kleinen Eingriff in den Straßenverkehr, so an Kreuzungspunkten ungefähr Blockierung von ca. 4 Minuten gehabt. Lass es uns einfach mal durchspielen, wenn an zwei Punkten im Bezirk vielleicht ein Haus fällt und an der anderen Seite ein Pkw-Unfall ist. Was passiert dann mit dem restlichen Verkehr? Was passiert mit den Tausenden von Autos, die Ikea an diesem Standort tagtäglich hierher ziehen würde? Wohin soll der Verkehr? Es gibt keinen Platz für diesen Verkehr. Folglich gibt es keinen Platz für Ikea in Altona. Wir Bürger müssen uns das Recht auf Stadt wieder zurückerkämpfen. Wir Bürger müssen uns darüber informieren, was in unseren Straßen passiert. Und dann müssen wir Bürger genau sagen, was wir wollen und nicht alles über unsere Köpfe hinweg passieren lassen. Dieses Stück heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge.